Kein Künstler und keine Künstlerin der Wiener Moderne hat sich derart intensiv mit der Darstellung des eigenen Gesichts, des eigenen Körpers, des eigenen Ichs beschäftigt wie Egon Schiele. In seinem Oeuvre finden sich an die 300 Selbstporträts. Und zum Vergleich, Gustav Klimt hat kein einziges dezidiertes Selbstporträt hinterlassen. Schiele wird dadurch quasi zum Synonym für das Selbstporträt in der Wiener Moderne, als einer visuellen Manifestation eines ihrer zentralen Themen, der Krise des Individuums. Das Selbstporträt mit Lampionfrüchten gilt als Pendant zu Bildnis Wallinoizil. Für beide wählte Egon Schiele das für Porträts unübliche Querformat, wodurch allerdings die Aufeinanderbezogenheit der beiden Gemälde unterstrichen wird. Schiele schaut uns aus diesem Selbstporträt, aus dem leicht abgewandten Kopf, skeptisch, manche würden sagen arrogant, an. Allerdings blickt er natürlich nicht uns an, sondern eigentlich sich selbst. Schiele war ein Meister des Ausdrucks. Vor allem in seinen Selbstporträts scheint die Fülle der dargestellten und inszenierten Emotionen keine Grenzen zu kennen.